Hallihallo, liebe Gothic-Freunde, schön, dass ihr da seid. Es ist soweit, ich habe dieses Meisterwerk hinter mich gebracht. Und das, obwohl ich während des Spielens immer mal wieder dachte, ja, so eine Streckbank wäre jetzt wahrscheinlich nicht unangenehmer. Und warum ich das ganze Spiel als so unangenehm empfunden habe, das möchte ich euch in den nächsten 20 Minuten sehr gerne darlegen. Aber ganz zu Beginn gehen wir noch ein gutes Stück zurück und reden kurz über die Entstehungsgeschichte des Ganzen. Viel Spaß! Bevor Gothic 3 auf den Markt kam, sprachen die Verantwortlichen des Gothic-Publishers Chubut, die in der Vergangenheit schon Bugdebakel veröffentlicht hatten, solche Sätze. Die Fehler, die in der Vergangenheit gemacht worden sind, werden in der Zukunft nicht wiederholt. Wir wollen nur die besten Spiele auf den Markt bringen und erst dann, wenn auch der Entwickler selbst, wir als Publisher, unsere Partner sowie die Endkunden restlos zufrieden sind. Jo. Heraus kam eines der größten Release-Debakel aller Zeiten. Ihr wisst schon, dieses, wo es dann auch ein Bug-Video der GameStar dazu gab. So, ich fahr dann mal hier rüber. Ah, hallo, liebe GameStar-Leser. Bitte entschuldigen Sie, wenn ich weitergleite, während ich Ihnen ein paar Worte zu diesem Video erzähle. Man kann es einfach nicht oft genug anschauen. Statt Demut und Entschuldigung gab es dann Drohanrufe des Chubut-Marketing-Beauftragten bei mindestens einem PC-Magazin, das die Bugs an prominenter Stelle thematisiert hatte. Und auch die Piranhas selbst mussten sich im World of Gothic Forum etlichen kritischen Fragen stellen. Dicke Luft also auch zwischen Publisher Chubut und Piranha Bytes. Beide Parteien konnten sich scheinbar nicht auf ein Budget für ein Gothic 3 Add-on einigen, welches schnell folgen sollte, denn schließlich war Chubut finanziell nicht auf Rosen gebettet, und so kam es im Mai 2007 zur Trennung. Chubut behielt aber die Rechte daran, zwei weitere Gothic-Spiele veröffentlichen zu dürfen. Verantwortliche des Publishers sprachen nach der Trennung von den Piranha Bytes wieder mal spannende Sätze wie diesen hier. In der Maschinerie Gothic gibt es nur einen Part, den man nicht durch Gleiches oder vorzugsweise Besseres ersetzen kann, und das ist Gothic selbst. Auf gut Deutsch meinten sie also, Qualität und Erfolg von Gothic haben erst einmal nichts mit dem Entwicklerteam zu tun. Ja, interessante Perspektive. Im Mai 2008 wird das Add-on dann angekündigt und man schaffte es auf Seiten Chubuts doch tatsächlich bis August 2008, also bis 3 Monate vor Release, geheim zu halten, wer dieses überhaupt entwickelt. Man ahnte wohl, dass ein nach Indien zu einem absoluten No-Name-Studio geoutsourcedes Gothic in der Community keine Freude auslösen würde. Erst recht nicht, wenn das Studio Twine Games ist, also eines, das von Rollenspielen keinen Schimmer hat und bis dato so etwas produziert hatte. Aber gut, man hatte ja vielleicht, zumindest was die Bugs angeht, aus seinen vergangenen Fehlern gelernt. Dieselben Fehler also nochmal? Wie kann denn das sein, wo doch ein ganz anderes Entwicklerteam an Götterdämmerung gearbeitet hat? Zumal sogar Bugs ihren Weg ins Spiel zurückgefunden haben, die längst aus dem Hauptprogramm gepatcht worden waren. Autsch. Ich könnte hier noch etliche DIN A4 Seiten zu den Releases von Gothic 3 und Gothic 3 Götterdämmerung runtertippen, weil das einfach äußerst facettenreiche Trauerspiele waren. Aber hier soll es jetzt doch mal so langsam um das eigentliche Spiel gehen, das ich heute im Jahre 2023 zumindest mit weniger Bugs spielen konnte, weil die Community es gesund gepatcht hat. Einfach schön, wenn Menschen aus Fehlern lernen, oder? Ein Krieger! Ich habe eine Aufgabe für dich. Als Belohnung sollst du Gold erhalten. Das biedere und unlogische Intro, in dem aus den Vorgängern bekannte Personen unglaubwürdig handeln, habe ich im Ersteindrucksvideo schon auseinandergenommen. Trotzdem auch hier nochmal kurz. Nachdem man in Gothic 3 die Götter von der Welt verbannt hat, denen man die Schuld an all den Kriegen gegeben hatte, schlagen sich nun 2 Jahre später die Menschen auch ohne Himmelsfürsten die Rüben ein. Es kämpfen Gorns Truppen aus dem Norden gegen Taurus Truppen aus dem Süden. Die Menschen im Westen, wie auch Lys Paladine im Osten, enthalten sich in diesem Konflikt. Was komisch anmutet in Anbetracht der Tatsache, dass Ly der verdammte König dieses Reiches ist. Aber im Osten regiert Ly, der versucht sich und seine Leute aus den Konflikten des Landes herauszuhalten. Und unser namenloser Held? Der beobachtet das menschengemachte Elend von einer fremden Dimension aus, ehe er von dort aufbricht, es zu beenden. Zurück in Myrtana wird er von Orks niedergestreckt, woraufhin er einen Teil seiner Kraft verliert.
In einem Bett im westlich gelegenen Silden kommt er wieder zu sich und das Abenteuer beginnt. Hier fällt direkt auf, dass verdammt wenige NPCs in dieser Welt irgendetwas zu sagen haben. Das Finden von Missionen verkommt zur ersten Mission. Nach dem Abgrasen von Silden war also schon klar, dass Aufgaben hier nicht auf Bäumen wachsen. Das Absolvieren der wenigen Quests hingegen war aufgrund der abgedrehten Charaktere hier in Silden durchaus noch, ja, interessant. Bist du ein Sklave? Nein, nur ein Bürger Myrtanas, so wie du. Wer bist du? Ich bin ein Sklave. Nein, ein Ork? Ach, das kann auch nicht stimmen. Ein Alchemist. Genau, ich bin ein Alchemist. Aber auch diese Freuden verpufften nach dem Verlassen der Stadttore schneller als Wasserstoff. Außerhalb dieser schönen Siedlung ging es mit Gothic 3 Götterdämmerung nur noch bergab. Dabei war es bis dato noch gar nicht über Hochparterre hinausgekommen. Das echte Gothic 3 wurde, wir erinnern uns, davon getragen, dass planloses Erkunden belohnt wurde. Es hat funktioniert, ziellos umherzulaufen. Denn aufgrund des immervollen Questlogs und geheimer Orte auf der Map hat sich zwangsläufig dort eine Mission erledigt oder hier eine neue aufgetan. Man war im ständigen Fluss aus Entdecken und Vervollständigen. Im Add-on rennt man nun durch eine leere Welt auf der verzweifelten Suche nach Betätigung. Sich treiben zu lassen, funktioniert einfach nicht mehr. Einst geschäftige Orte wie die Rebellenlager in Redok oder Okara sind zu plumpen Monsterhöhlen verkommen. Kleine Feuerstellen und Höhlen, die in Gothic 3 von Menschen umringt bzw. bevölkert wurden, sind komplett verwaist. Und selbst in den stark besiedelten Städten kann der Questhunger niemals befriedigt werden. Hier mal meine Ankunft in Geldern. So, dann gehen wir mal durchs Stadttor und suchen uns Leute, die mir Mission geben. Na, einfacher Krieger mit Sicherheit nicht. Weiter geht's. Lass mich in Ruhe. Ja, okay, der Schmied. Nee, auch nicht. Scharf genug sein. Nichts zu tun? Lass mich in Ruhe. Du kannst mich gleich mal ablösen. Naja, in der Hütte ist bestimmt jemand drin. Ah, leer. Gehen wir mal links hinten um die Ecke. Wir werden schon was finden. Kann ja nicht sein, ne? Ich bin das erste Mal in der Stadt hier drin. Da stellt man ja Leute an den Ortseingang, die eine Mission geben, oder? Das ist doch was Feines. Du hast doch sicher noch wichtiger. Ah, der Schmied auch nicht. Lass mich in Ruhe. Erstmal Pause machen. Ah, perfekt. Da steht einer am Bücherpult. Händler, nur handeln, keine Gesprächsoption. Schade. Ah, guck mal da hinten. Seht ihr das? Ein großes Haus. Perfekt. Perfekt, endlich, ey. Hamla! Du hast doch sicher Wie? Noch wichtiger. Du hast doch einen Namen über dem Kopf, oder? Geht auch nicht. Naja. Lass mich in Ruhe. Irgendjemand wird hier schon mit mir reden. Ein wenig du Ruhe. Hast doch sicher noch was zu erledigen. Ja? Stör mich nicht. Um einen mächtigen Trank okay. herzustellen. Okay, ihr seid Händler, mit euch kann man nicht mal handeln. Dann schauen wir mal weiter. Das gibt's nicht, oder? So krass. Nee, einfache Typen. Händler, die reden nie, die handeln nur. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Ja, Krieger wollen auch nicht mit mir reden. Der Schmied jetzt aber, komm. Ah, der handelt auch nur. Schade. Ein Krieger, vielleicht der? Ich glaub's nicht. So ist es überall. Niemand redet mit einem. So bleibt das akribische Abarbeiten der wenigen gerade aktivierten Quests die einzige Option, voranzukommen. Und das in einer doch eigentlich offenen Welt mit doch eigentlich vielen Städten. Das Spiel ist viel zu linear, als es für diese Art der Welt Sinn ergeben würde. Und dass man auf dieser Linie oftmals nicht vorankommt, egal wie hart man strampelt, dafür sorgen vage Wegbeschreibungen der Questgeber und auch im Jahre 2023 noch Bugs. Gothic 3 Götterdämmerung ist ohne Cheats nicht bezwingbar, außer man plant für dieses eigentlich 20-stündige Spiel 100 Stunden ein. Dann, ja, dann kann man auch die ganze Map nach questrelevanten Personen absuchen, die nicht dort stehen, wo sie stehen sollten. Aber das wäre mühseliger als Erz zu schürfen, wieso sollte man das tun? Hier mal ein Beispiel für diese Inkompetenz. Ich sollte mit 4 Orks sprechen, die sich in und um Trelis aufhalten sollten. 3 fand ich auch, nur Silvester war offensichtlich nicht an Ort und Stelle.
Ich bin also ewig herumgeirrt, ehe ich nicht zum ersten Mal zum Cheaten gezwungen wurde, um ihn zu finden. Ich habe mich also über die Cheat-Konsole zu ihm teleportiert. Wie sich dann zeigte, lief er in der Nähe einer anderen Stadt irgendwo mitten in der Pampa herum. Er war also im Grunde unauffindbar. Okay, ein Bug, könnte man sagen, um den Entwicklern zumindest keine Boshaftigkeit zu unterstellen, aber sie waren an vielen anderen Stellen boshaft, richtig boshaft, immer wieder. Auch bewusst installierte Schikanen gibt es hier mehr als auf allen Formel 1 Rennstrecken zusammen. Ich möchte euch sehr gerne eine vorführen, weiß aber ehrlich gesagt gerade gar nicht, wo ich anfangen soll. Ach kommt, bleiben wir einfach mal bei der Suche nach Menschen. Denn es kommt regelmäßig vor, dass man Quests annimmt, in denen es heißt, gehe zu XY. Aber wo XY sich herumtreiben könnte, darum wird ein Geheimnis gemacht. Also geht man anfangs als gutgläubiger und durch andere Spiele konditionierter Mensch davon aus, dass die gesuchte Person sich in der Stadt aufhält, in der man die Mission entgegennahm. Ansonsten hätte man ja wohl mehr Informationen an die Hand bekommen. Nicht in G3 Götterdämmerung. Hier befinde ich mich in der zentral gelegenen Siedlung Monterra. Der hiesige Ork-Anführer überträgt mir die Aufgabe, einen Ersatz für die Stadtwache Urbanus zu besorgen. Und wo finde ich einen Ersatz? Red mit Arthur, er kann dir weiterhelfen. Und jetzt verschwinde! Red mit Arthur ist also meine Aufgabe. Aber wo ist Arthur? Wie sich später herausstellen wird, in Kap Dun, also gänzlich woanders im Südosten. Hätte man ja drauf kommen können. Hat man Arthur gefunden, indem man im Internet gespickt eine Engelsgeduld oder einfach nur unglaublich Schwein gehabt hat, schließt sich eine der weiteren Schikanen an. Eine Escort-Mission. Gothic 3 Götterdämmerung liebt Escort-Missionen so wie Wildschweine Matsch lieben und das Spiel möchte nun, dass wir uns darin suhlen und das werden wir auch tun, ob wir wollen oder nicht. Bei der ersten dachte ich noch, cool, eine Escort-Mission, kann man mal machen. Später dann kamen eher Gedanken wie, oh, eine Escort-Mission, wer erschießt mich? Aber zurück zur Arthur-Mission. Der nennt uns nämlich den Namen eines Orks, der Urbanus ersetzen könnte. Morg. Der Ork Morg. Den eskortiert man dann über die halbe Map nach Monterra. Nach 20 Minuten hatte ich dann mein Ziel erreicht, Morg wurde in der Stadt abgestellt, Urbanus wurde mitgeteilt, dass Ersatz gefunden ist und dann durfte ich ihn eskortieren und wieder den halben Weg zurücklaufen. Welch ein Spaß. Ansonsten eskortiert man noch Frauen zum Shopping. Was im Übrigen auch gut beschreibt, welche Rollen Frauen hier so spielen, also sie shoppen und betrügen Ehemänner und auch ansonsten eskortiert man alles und jeden. Ich behaupte an dieser Stelle jetzt einfach mal ganz frech, die Masse an Escort-Missionen sind eiskaltes Kalkül. Denn eigentlich kann man sich zwischen den Städten mit Teleportsteinen, sofern man sie gefunden hat, per Schnellreise hin und her bewegen. Teleportieren kann man aber nur sich selbst. Keine Begleiter. So ist man bei Escort-Missionen zum Fußgängerdasein verdammt. Und zwar zu dem Dasein eines sehr langsamen Fußgängers, denn auch wenn man sprintet, verliert man seine lahmarschigen Begleiter. Escort-Missionen sind also äußerst effiziente, wenn nicht die effizienteste Art der Spielzeitstreckung, von der man auf Seiten Joe Woods und Ryan Games lächelnd Gebrauch gemacht hat. Die Prämisse beim Entwickeln schien gewesen zu sein, Spielzeit ohne Logik und Spaß, anstatt wenigstens ein bisschen Spaß und Logik bei weniger Spielzeit. 20 Stunden Add-on liest sich einfach geiler auf dem Klappentext. Wir müssen ja nicht draufschreiben, dass es 20 beschissene Stunden sind. High five! Ja, ich merke auch, dass meine Wortwahl allmählich gröber wird. Durchatmen, Matthias, durchatmen. Es ist nur ein Spiel. Oder sowas ähnliches. Es tut mir leid, ich würde ja gerne gehen, aber die Orks haben mich so übel zugerichtet, dass ich unmöglich zurück kann. Es gibt anscheinend nur noch Schwächlinge in Myrtana. Am besten du ziehst dir ein Kleid an und schließt dich den Harems der Assassinen an. Ja, Dialoge wie dieser zeigen, dass der namenlose Held nicht mehr wiederzuerkennen ist. Ein Fakt, den ich auch im Ersteindrucksvideo schon lapidar angedeutet hatte. War er in Gothic 1 bis 3 noch ein schlagkräftiger Typ,
der sich nach unseren Wünschen formen ließ, so ist er hier plötzlich und auf unerklärliche Weise ein skrupelloser Hardliner, der Hinrichtungen ganz geil findet. Er war für das Scheitern einer Mission verantwortlich, weil er einige seiner Leute zum Schutz einer großen Artefaktlieferung abgezogen hatte. Seine Männer waren nicht mehr rechtzeitig zur Stelle und so mussten wir vor dem Gegner flüchten. Wir haben an dem Tag viele gute Leute verloren. Das hat ihm 2 Wochen im Knast eingebracht. Man hätte ihn hinrichten sollen. Warum ist er so glimpflich davongekommen? Ständig labert er von Veränderungen, die das Königreich Mythana zu erwarten hat, sollte er mal an der Macht sein. Und ich werde der sein, der deinen Kopf auf einen Speer spießt und mitten in Mythana aufstellt. Du bist eine Schande für dieses Land. Worte, mit denen er Weicheiern und Kleinkriminellen unterschwellig droht. Diese Mythana-Platte mit dem Lied, mit dem Songtext, dass Veränderungen kommen werden, hängt gewaltig, soll aber wohl ausdrücken, dass er so ein richtig harter Kerl ist. Einer, der auf den Tisch haut, bis Späne fliegen. Einer, der A sagt und alle anderen machen B bis Z. Ja, ja, so ein Obermotz ist das. Könnte man meinen, aber dann wiederum schafft er es nicht im geringsten, seinen Stellenwert in der Welt klarzumachen oder seine Rechte durchzusetzen. Dieses untalentierte Rambo-Imitat verkommt immer wieder zum Spielball und Laufburschen einfacher Torwachen. Daraus resultierten 2 der dümmsten Questreihen, die ich jemals gesehen habe. Wie wir wissen, sind 2 der besten Freunde des Namenlosen in dieser Welt Anführer, Lee und Gorn. Der Namenlose hat in der Vergangenheit mit ihnen gemeinsam verrückte Schlachten geschlagen, man hat sich mehrmals gegenseitig die Leben gerettet und obendrein ist dieser Namenlose ja auch noch der Typ, der hier in Mythana vor 2 Jahren für kurzzeitige Ordnung sorgen konnte. Kann er zu seinen mächtigen Freunden Lee und Gorn gehen? Nein. Am Anfang des Spiels wird er von Torwachen mit einem simplen One-Liner abgewiesen. Halt! Kein Schritt weiter! Ohne die Chance, Dinge zu sagen wie, sorry, ich bin der beste Freund des Königs, sagt ihm halt einfach, dass ich da bin, oder was man ebenso in der Realität sagen würde. Später dann, wenn die Geschichte vorangeschritten ist, reden die Torwachen dann endlich mit ihm, aber nur um Popelaufgaben auf ihn abzuwälzen. Unendlich viele Popelaufgaben, denn wir brauchen Spielzeit. Spielzeit, High Five. Hier mal die dreiste Questreihe, die absolviert werden muss, um zu Gorn zu gelangen. Halt, was willst du? Ich muss Gorn sehen. Es ist dringend. Osh hat mich geschickt. Ich habe eine Nachricht für Gorn. Hör zu, es gibt so einen Ork, mit dem habe ich noch eine Rechnung offen. Wo finde ich einen Ork namens Yorg? Khan soll ihn in eine Höhle gebracht haben. Danach wurde er nicht mehr gesehen. Und die Scavenger dort sollen plötzlich dick und fett geworden sein. Khan muss sich aber auch immer Ärger suchen. Was denn jetzt noch? Bring mir 10 Stängel schwarzen Roba und 5 Flaschen Nordmarer Nebelgeist. Hier hast du die Stängel und den Nordmarer Nebelgeist. Danke. Du hast hier eine große Zukunft vor dir. Viele Leute marschieren hier einfach durch das Tor, ohne die Torwächtersteuer zu bezahlen. Ich bin hier, um die Torwächtersteuer einzutreiben. Es stehen große Veränderungen bevor. Und jetzt zu Lee. Halt! Kein Schritt weiter. Ja, da wartet dann das gleiche Elend. Allerdings wird es hier durch mehr Tiefgang und bessere Dialoge etwas angenehmer präsentiert. Hier hast du den Weizen. Ausgezeichnet. Vanguard steht tief in deiner Schuld. Apropos Dialoge. Wie ihr eventuell an den Einspielern im Video schon erkannt habt, sind diese... Hallo. Die Personen, die in den ersten Spielstunden mit einem sprechen, fallen, wie gesagt, oftmals durch eine sehr freakige Extrovertiertheit auf. Man gewinnt den Eindruck, dass es sich bei Mythana wohl um eine riesige Freiluftklapse handeln muss. Die Viecher haben sich zwar gewehrt, aber dann habe ich sie bei den Hörnern gepackt, in die Luft geworfen und... Ja, ja, schon gut. Man erkennt schon irgendwie, dass beim Dialogeschreiben versucht wurde, die Stärken von Gothic zu kopieren. Man erkennt aber ebenso, dass niemand mit Stift in der Hand wusste, wo diese genau liegen. So wie im Versuch, die Rohheit der Gothic-Welt abzubilden, der Namenlose zu einem autoritären Arsch verkommt, so verkommen die Dialoge zu maßlos überspitzten und unrealistischen Unfällen, die mit dem Humor, der in den Originalspielen noch in einer Alltagssprache wurzelte, nichts gemein haben.
Nichtsdestotrotz strahlen sie eine bizarre Faszination aus. So wie andere Unfälle eben auch. Später dann, wenn die abgedrehten Gespräche weniger werden, wünscht man sich diese sogar zurück. Zum einen, weil sie die einzige Unterhaltung in diesem Spiel waren, und zum anderen, weil viele der dann folgenden Dialoge eine absolute Frechheit sind. Wenn meine Nachbarn besoffen ihre Alexa anschreien, liegt darin mehr Menschlichkeit als in den Götterdämmerungsdurchschnittsdialogen. Die wirken nämlich so, als würde man einem Chatbot einen Fragenkatalog präsentieren. Was hältst du von Gorn als Anführer? Er ist mutig, aber ihm fehlt die nötige Vernunft. Was hältst du von Taurus als Anführer? Man weiß bei ihm nie, woran man ist. So jemand kann die Herzen der Menschen nicht erobern. Was hältst du von Lee als Anführer? Lee hört nur auf die Vernunft und nicht auf sein Herz. Wow, einfach nur wow. Die Geschichte von Gothic 3 Götterdämmerung ist recht linear und kommt ohne wählbare Fraktion aus. Man kann in der Mitte des Spiels, wenn man sich kurzzeitig auf Taurus Seite schlägt, ein paar Zusatzmissionen bekommen, was man also nicht tun sollte, doch letzten Endes führen alle Wege zum gleichen Ziel, nämlich zu einem offenen Ende, das bei Arcania dann wohl aufgegriffen wird. Oh oh, Arcania wartet ja auch noch auf mich und es soll ja Leute geben, die sagen, es sei schlechter als das hier. Für mich unvorstellbar und damit wären wir beim Fazit. Leute, die meinen Kanal schon länger kennen, wissen, dass ich kein polemischer Typ bin, der sich freut, wenn die Gelegenheit zum Draufschlagen endlich mal gekommen ist. Auch hier bin ich auf der Suche nach Qualität mit der Taschenlampe durch die spielerische Dunkelheit marschiert, immer auch auf der Suche nach dem einen positiven Ding, welches ich im Testvideo betonen kann. Nur leider ist Gothic 3 Götterdämmerung eine Absorptionskammer, die den Lichtkegel meiner Taschenlampe immer wieder in Gänze geschluckt hat. Hier leuchtet und reflektiert gar nichts. Was ist ein Gothic 3 ohne belohnende Erkundung wert? Denkt darüber mal nach, dann wisst ihr, was man hier bekommt. Also stecht euch einen Schaschlikspieß ins Auge, stellt euch bei Gewitter mit einer Antenne auf den höchsten Hügel und versucht E.T.s Eltern anzurufen, aber spielt nicht dieses Spiel. Wieso gibt es eigentlich keinen Paragraphen im Grundgesetz, der Diebstahl von Lebenszeit unter Strafe stellt? Und wie konnte dieses Spiel veröffentlicht werden? Wie kann so etwas geschehen? Ach ja, Klammer Aktiengesellschaft brauchte gute Zahlen für Quartal X und Produkte, auf denen Gothic steht, werden von irgendwelchen Fans blind gekauft. Ja, was soll man dazu noch sagen? Das war's für diese Woche von mir. Wenn ihr diesen Gothic-Kram unterstützen wollt, wenn ihr davon vielleicht sogar noch ein bisschen mehr wollt, dann schaut doch mal auf Patreon vorbei. Jede Unterstützung dort hilft mir wirklich sehr. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und wünsche euch bis dahin alles, alles Gute. Ciao. Veränderungen werden kommen und auch du wirst dich verändern müssen.